Die Stadtwerke München sorgen für zuverlässige und nachhaltige Versorgung mit Energie und mit Trinkwasser, für stadtfreundliche Mobilität, für sichere und schnelle Datennetze und viele digitale Angebote, die das Leben leichter machen. Eine wachsende Stadt hat wachsende Aufgaben. Dafür suchen die SWM Verstärkung. Mehr als 480 offene Stellen wollen besetzt sein, um München langfristig weiterhin am Laufen zu halten. Noch mehr als sonst setzen die SWM bei der Bewerbung und Einstellung derzeit auf digitale Kommunikationswege. Die Stadtwerke München suchen weiterhin eine Menge neuer Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 480 neue Stellen ausgeschrieben in fast allen Bereichen des Unternehmens. Wir suchen Facharbeiter, aber auch zum Beispiel Ingenieure und ITler. Bei den ITlern insbesondere die Architekten und die Projektleiter. Trotz Corona-Krise rekrutieren wir fleißig weiter. Die Bewerbungen bringen die Kollegen auch bisher durch ein, zwei Klicks in unserem Online-Jobportal auf den Weg. Und wenn es dann zum Interview kommt, dann führen wir das dieser Tage meistens durch Video-Interview durch Skype. Uns ist ganz wichtig, dass der Bewerber uns auch sehen kann, dass er zum Beispiel seine künftige Führungskraft gleich auf diesem Wege mal kennenlernt. Und natürlich wollen wir uns auch einen möglichst guten Eindruck verschaffen vom Bewerber. Das funktioniert überraschend gut und wir haben tatsächlich schon einige Einstellentscheidungen getroffen aufgrund von Video-Interviews. Die Kolleginnen und Kollegen der Personalabteilung führen die Gespräche mit den Kandidaten meist aus dem Homeoffice. Mareike Tetzner, Rekruterin für die technischen Berufe der SWM, hat sich ans Zuhausearbeiten gewöhnt. Ich suche gerade im Bereich Technik, zum Beispiel einen Elektroingenieur oder einen Bauüberwacher für die Telekommunikation. Die Gespräche laufen gerade anders ab, über Skype. Ist natürlich herausfordernd, sowohl für die Fachbereiche als auch für die Bewerber und Bewerberinnen. Mittlerweile haben wir uns aber gut dran gewöhnt und es funktioniert auch wunderbar. Die Bewerber sind auch überrascht, dass das so gut funktioniert. Positive Erfahrungen macht auch Sretana Babic, die IT-Fachkräfte für die LHM Services rekrutiert. Schwerpunktmäßig suche ich für die Landeshauptstadt München Services GmbH. Die ist zuständig für den Ausbau der Schulen, also der Digitalisierung der Schulen und Bildungseinrichtungen komplett. Und wie gesagt, wir suchen IT-Fachkräfte und auch Mitarbeiter oder Bewerber mit pädagogischem Background. Die Bewerbungen laufen über Skype. Ganz klassisch, ohne Probleme. Meine Zielgruppe tut sich mit dieser Technik natürlich auch nicht schwer. Alle Infos zu den aktuell offenen Stellen gibt es auf www.swm.de/karriere.